Ja, mit dem Dingens einmal rüber scrollt mit der Maus, dann ist es weg. Das ist immer. Ja. Frage: Befestigung auf Nachricht warten. Halten Sie weiter das Lager. Es mag keine strategische Bedeutung haben, aber es ist immer weiter. Ist aber weiter ein guter Ort, um politische Gefangene dorthin zu schicken. Die PKs haben es wahrscheinlich nicht eilig, es zurückzuerobern. Sie sollten also ihre Ruhe haben. Achten Sie auf den Pilger. Er steckt seine Nase immer noch an den falschen. Was? Er steckt seine Nase immer noch an den falschen Orte. An die falschen Orte, sorry. Wenn Sie ihn sehen, schnappen Sie sich den GIE-Schlüssel und töten Sie den Scheißer. PS. Wenn Sie irgendwelche Weiber gefangen haben, sagen Sie Bescheid, wir kommen dann mal vorbei. Oha. Okay, ja. Ich habe schon mitbekommen, dass da wieder Events sind. Die Pre-Vibe-Events. Labs wieder free. Natürlich auch so. Da haben wir damals mit dem Brudi ein bisschen gespielt. Warte mal, sind die. Habe ich jetzt hier gerade irgendwelche Infizierten gehört? Das sollte da nicht sein. Ich kann nicht glauben, was ich da. Die wollen mir erklären, dass sie jetzt hier nichts mitbekommen haben. Alter, der gerade. Habe ich vorhin richtig gesehen. Der macht einen auf Feuerspucker, okay? Cool. Wo sind die rechtswichtigen Leute, die ich hier drüben, von hier drüben weggeschossen habe? Weg. Alle weg. Cool, jo. Habe ich jetzt hier alle umgelegt? Müsste ich ja nur rüberlaufen und die Fahne hissen, ne? Nochmal hier hinten. Was ist ein großer, ne? Oha, Rückhand. Was ist denn hier schon wieder passiert? Wir sind langsam ein bisschen voll, Jungs, hier. Jetzt steht doch irgendwer mit dem Bogen rum, ne? Da oben. Genau, der mir gerade entgegenkam. Ah, oh, oh. Oh, the fuck. Alles klar. Oh, nee. Ich hab nicht mal richtig angefangen. Und wo schießt er denn? Ach, da hinten. Du nervst mich, Digga. Schießt noch einer. Ja.
Der lebt halt noch. Muss dir mal überlegen, jemand schlägt dir mit einer Machete 5-6 Mal auf den Körper. Weiß ich nicht, ob du da noch leben würdest. Aber gut. Reden wir nicht drüber, ne? So, jetzt habe ich alle umgebracht. Perfekt. Auch nur ein bisschen anstrengend. Da waren es gar nicht so viele Gegner, ne? Um es zu sagen. Da drüben war ich noch nicht. Da hinten war ich auch noch nicht. Aber von da sind alle gekommen. Es ist wichtig, dass ich hier die ganzen Lager klar mache. Weil da ist immer mega krasser Loot drin. Und wenn ich das Lager jetzt übernehme, ist alles weg. Eigentlich gibt es Leute, die zahllose Stichwunden überlebt haben. Ja, ich rede von einer Axt, die offensichtlich Knochen bricht mit jedem Schlag. Aber ja. Ist ja halt so, dass man jetzt ja mehr so. Ist ja kein Realismus-Game, so, ne? Und da ungewöhnliche Axt. Und das wollten die Picards einem einzelnen tauben Mann andrehen? Was sollte er alleine machen, oder was? Das ist ja... Lass mal gucken, was wir hier für Shit aufgehoben haben. Zweihändige Axt brauchen wir nicht. Zweihändige Axt brauchen wir nicht. Die können wir auch wegmachen. 142. 200 und... Schön. Mal 38, 142. Boah, das läuft doch. Haben wir alles so Neues erbeutet? Bullshit, Bullshit. Brauche halt Schaden in Einkampf, also im Nahkampfwaffe brauche ich halt Schaden, ne? Das ist halt immer Einhandwaffe ist halt das, was ich brauche oder was ich hauptsächlich spiele, weil ich dann einfach mal schneller bin. So, gucken wir noch mal auf die andere Seite da drüben, weil ich noch nicht war. So ein Brand, Alter, ich weiß auch nicht. Hier rennt halt wirklich nur einer rum. Na los, Jungs. Wir haben hier einen Eindringling. Noch einer ohne Fahrschein. So. Ich finde das immer super, wie die nichts mitbekommen, ne? Drüben wird da übelst gekämpft, gemetzelt, das war jetzt ja auch 100% nicht leise. Interessiert die aber nicht. Was denn? Hä? Kann man hier nicht rein? Okay. Dann halt nicht.
Haben wir aber alles durch, ne? Wer kriegt das Banditenlager? Keiner, erstmal ist mal vogelfrei oder was? Hat jetzt noch keiner bekommen, glaube ich. Erstmal müssen wir mal reingucken, weil wir haben ja ein bisschen wieder gelevelt. Habe ich mich letztens schon angestellt, ne? Ich mache das auch nie, ne? Ich visiere nie an und schieße drei Projektile auf einmal. Ich schieße die alle hintereinander weg. Das würde mich mal interessieren, aus welcher Höhe das klappt. Wäre nicht ziemlich nice, wenn man das aus der Höhe macht, wenn man irgendwo runterfällt und dann einfach den auslöst. Ich mach das einfach mal. So, jetzt haben wir schon wieder Klamotten. Hier nicht. Wieder Zweihandwaffe, ne? Ist halt immer. Oh, schon späte Stunde. Ob es sich lohnt, jetzt schon die Klimaanlage auszumachen? Oder ob ich jetzt noch 20 Minuten laufen lasse. Das ist ja alles Strom, ne? So ist ja nicht. Aber wer schwitzt schon gerne beim Daddeln? Geht's dir eigentlich, Shifty? Corona vorbei? Überstanden oder? Surprise, Motherfucker! Oha! Ach so! Alter, was? Ey, ohne Scheiß, ne? Was war denn das bitte? Klar. Ja, cool. Coole Sache. Okay, das wird jetzt jede Menge. Und damit ist die Nacht für mich vorbei, Jungs. Schittig, immer noch schittig, aber schon besser. Spielst immer noch auf der rechten Lunge. Oha. Oh Mann. Hauptsache, du kannst noch unterscheiden, Alter, ob es rechts oder links ist. Die meisten haben einfach nur, können nicht richtig durchatmen. Du bist... Habe ich. Das Opfer, Henrietta, sollte bald hier sein. Warte mal. Henrietta heißt die? Oh nein. Die sollte ich gar nicht retten. Ich habe wohl falsch verstanden, welches Lager es war. Lol. Die PKs nehmen mich doch jetzt nie. Ich bin so nutzlos. Ein nutzloses Stück Abfall. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich habe die Tür geöffnet, aber eigentlich war es Pete, der dich gerettet hat. Ich? Aber... Ich bin nur das Werkzeug. Dieser Typ ist das Hirn der Aktion.
hat den Angriff so geplant, dass ich dich retten konnte. Ist ein taktisches Genie, der Typ. Leute retten ist genau sein Ding, stimmt's? Boss? Nun ja, ich denke, das könnte man wohl so sagen. Heldenhaft und bescheiden. Toll. Ach, das war gar nichts. Wie heißt du? Ich bin Pete. Henrietta, würdest du mich nach Hause begleiten? Oha. Ich will nicht wieder geschnappt werden. Und mit dir fühle ich mich sicher. Sicher? Mit mir? Warte, Henrietta, du musst wissen, dass... ich höre nicht sehr gut und... Keine Sorge, ich spreche lauter. Sollen wir gehen? Ja, sicher. Keine Sorge, ich stöhne lauter. Was? Danke, Pilger. Danke. Viel Glück. Mit ihr. Ja, ne? Was soll man dazu sagen? Aus Versehen das Richtige getan. Dann reisen wir mal schnell rüber. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Kuriere. Neuen Auftrag von der Kuriergilde. Ich bin unglaublich angetan, wenn ich das schon wieder höre. Cyberpunk ist ja genauso auf dem gleichen Niveau, ne? Kann ich euch sagen. Ich hoffe, ich schon gespawnt bin, die Kiste nicht nochmal neu ausgeräumt habe. Mann, Mann, Mann. Heute auf dem Programm, Professor? Nur ein paar Zustellungen. Ein paar oder viele? Ich nehme alles. Guter Mann. Die Frage ist ja doch immer, ob das mal irgendwann ein Ende hat hier, ne? Ich hab so viele Molotov-Cocktails, die keinen Schaden machen. Ne, warte mal, das ist doch hier unsterbliche Liebe. War das das mit dem Knoblauch und so? Ich glaube, aber ich gehe mal gucken. Hier muss ich auch noch was abgeben. Ach, der Buchclub. Wo haben wir denn hier die ganzen Sachen? Da ist ein Kurier. Und hier, wir gehen erstmal hier zum, wir geben mal die Main Story ab, vielleicht kommt ja noch was. Denn wir? Du Frank? Surprise, Schwester gefunden, Spiel vorbei. Der Eroberung der Funkwellen. Ich würde gerne glauben, dass es zu unserem Besten ist. Unser neuer King of Pop. Willkommen zurück, Aiden. Wir denken Mist. Kann ich hier eigentlich auch noch mal kurz was verkaufen? Bei dem nicht, ne? Uns mag das Brot ausgehen, aber Wodka niemals. So. Ist das eine Privatparty oder darf da jeder rein? Du hast eine Menge für die Stadt getan, Aiden. Für die Nightrunner.
Eines Tages bist du einer von uns, Aiden. Er wäre ein anständiger Runner, oder, Lauren? Ah, der Beste. Aber wegen heute. Hey, alle mal herhören. Ich will was sagen. Hey! Hey, ihr alle, hey! Alle mal Klappe halten. Frank will was sagen. Aufgrund der mir verbleibenden Autorität ernenne ich Lauren offiziell und für immer zu einem Nightrunner. Scheiße, ja! Endlich! Ja, spitzenmäßig! Hör mir auf, Bier auf ihn! Frank? Du meinst, du bringst die Nightrunner also echt zurück? Nein, ihr bringt sie zurück. Du und Aiden. Ihr habt bereits begonnen. Diese alten Mistkerle waren alle mal Nightrunner. Sind auf meine Sendungen hin zurückgekommen. Aber du, du hast es übertroffen. Du bist erwachsen geworden. Leck mich! Da. Der Leitspruch. Wenn Harkon am Leben ist, hast du gelernt zu vergeben. Du hast dein Gleichgewicht gefunden. Darum geht es bei den Nightrunnern. Was ist mit dir, Frank? Kannst du vergeben? Dein Timing war schon immer grausig, Harkon. Vielleicht. Aber diesmal nicht. Das hier könntest du gebrauchen. Wo kommt denn das her? Ich hatte es immer bei mir, Frank. Also, wie sieht's aus, Chef? Wenn Lauren dir vergeben kann, dann habe ich wohl keine Wahl. Klingt nicht sehr begeistert, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Gut. Aber das ist Lauans Moment, nicht deiner. Also setz dich hin und sei still. Hört mal alle her. Schwingt eure Ärsche aufs Dach. Viel besser für eine Feier als eine bekackte Bar. Oh ja! Heute werde ich neu geboren, um einem höheren Zweck zu dienen. Heute werde ich neu geboren, um einem höheren Zweck zu dienen. Ich werde das Schwert sein, das die Feinde der Menschheit richtet. Ich werde das Schwert sein, das die Feinde der Menschheit richtet. Ich werde das Schild sein, hinter dem die Menschheit wieder auflebt. Ich werde der Schild sein, hinter dem die Menschheit wieder auflebt. Ich werde das Licht in der Dunkelheit sein. Ich werde das Licht in der Dunkelheit sein. Dies ist mein Opfer. Dies ist mein Opfer. Dies ist mein Schwur. Dies ist mein Schwur. Als Nightrunner. Als Nightrunner. Klasse gemacht! Ich werde dich stolz machen. Das hast du schon. Ich finde, das muss gefeiert werden. Los, alle zurück in die Bar. Aiden, diese Jerry Yatsen, von der ich dir erzählt habe. Es ist Veronica Ryan. Sie lebt in Old Villador. Mach keine Witze. Was? Sie war eine der ersten, die ich hier kennengelernt habe. Wir sind alte Bekannte. Sie kam früher oft in die Kantine. Offenbar habe ich ihr zu meinen Säuferzeiten nicht zu sehr ins Bein gepisst, denn ich habe sie überredet, dir zu helfen. Können wir reden, bevor du gehst, Aiden? Nein. Okay, danke. Scheint ernst zu sein. Wir reden später, Junge. Viel Glück. Na dann. Glückwunsch. Tut mir leid, dass ich dir aus dem Weg gegangen bin. Ich war einfach... Du weißt ja, wie es heißt. Wenn du anfängst, dich um jemanden zu sorgen, wird es Zeit zu gehen. Ja. Ist ein Pilgersprichwort. Von uns muss sich keiner mehr sorgen. Du bist jetzt offiziell ein Nightrunner. Wie fühlt sich das an? So komisch. Die ganze Zeit war da immer nur Frank. Und die Nightrunner waren nur eine seiner Gespenstergeschichten. Und jetzt? Scheiße. Sind wir plötzlich eine Familie? Sogar Harkon, verdammt. Ist das zu fassen? Nur, dass Harkon wieder da ist, muss seltsam sein. Allerdings. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, ihn töten zu wollen. Aber vielleicht wollte ich das ja eigentlich gar nicht, weißt du? Vielleicht wollte ich einfach immer nur, dass es aufhört, weh zu tun. Ja,
Tut es jetzt weh? Nicht wirklich. Es juckt vielleicht wie eine Wunde, die heilt. Aber zum ersten Mal spüre ich keine Schmerzen seit Gott weiß wie lange. Luan, ich hab mir Sorgen gemacht. Jetzt geht's los. Als du weggingst nach deiner Wohnung. Hakons und meine Wohnung. Ja, jetzt kann ich das ja sagen. Und wenn ich das sagen kann, beweist das, dass du dich um mich nicht sorgen musst. Natürlich muss ich das, besonders jetzt. Hör auf einen Pilger. Glückliche Menschen sind verletzliche Menschen. Du bist ja ein richtiger Mutmacher. Es ist nur... Nach all dem will ich... Will ich einfach nicht, dass dir wieder was zustößt. Wenn mir das nächste Mal was passiert, warte ich nicht so lange, bis ich das Arschloch umbringe. Na, ich höre wohl besser auf, solange ich noch kann. Hör zu, dass ich dich im Stich gelassen habe, tut mir leid. Ich war einfach... Na, ist schon okay. Es geht mich wirklich nichts an. Aber ich habe dich da reingezogen, als ich dich dahin gebracht habe. Vielleicht habe ich es absichtlich getan. Absichtlich? Du hast dich um mich und um Frank, um alles hier gekümmert. Und wir haben doch alle davon profitiert. Vielleicht wollte ich, dass du es weißt. Aber ich hatte einfach zu viel Schiss, es dir zu sagen. Also sind wir Schuhe kaufen gegangen. Stimmt. Diese beschissenen Schuhe. Sie stehen dir. Gut, ich muss los. Deine Schwester suchen, stimmt's? Manchmal beneide ich sie. Beneiden? Warum das? Weil sie jemandem so viel bedeutet. Tut mir leid. Scheiße, ich rede Mist. Nein, nein, tust du nicht. Halt einfach die Klappe. Danke. Hey, Frank hat was für dich. Oh, hey. Lawan. Sie warten unten auf dich. Ich komme, Hakon. Scheiße. Aiden... Mach dein Ding. Und viel Glück. Im Moment, denke ich, mache ich einfach mein Ding. Je mehr sich verändert, desto mehr bleibt alles gleich. Oder, Junge? Frank hat diese Ärztin gefunden, nach der du suchst. Veronica Ryan. Sie hat wohl früher für den GRE gearbeitet. Und ich dachte, ich weiß alles über die Frauen in dieser Stadt. Du findest die vermutlich irgendwo in der Nähe der Kirche. Ich muss dir noch was anderes sagen, Lawan. Ich liebe dich. Was? Was ist denn hier los? Ach du Schande. Hier gibt's Schnaps als Belohnung. Oh, was? Achso, wahrscheinlich muss ich dafür rein, ne? Warum bin ich hier oben? Bei einer Tür, die man nicht öffnen kann. Das kann doch nicht der normale Weg nach unten sein. Mein Laden ist deine Auster. Woher wusstest du, dass ich danach suche? Ich weiß nicht. So. Du liest meine Gedanken, Kleiner. Erstmal alles weg, was ich nicht brauche. Du weißt, was ich brauche, Süßer. Alter, die ist auch immer so anstößig, die Frau, ne? Die ist unnormal. Bring mir gerne mehr davon. Tja, also, warum nicht?